Hallo, hier ist der Ralf von Joddeland. Herzlich willkommen hier bei mir in der Jodde. Heute habe ich ein kurzes Corona-Update. Und zwar geht es um die Scouting- und Bushcraft-Convention. Die war ja jetzt dann auf der Woche nach Pfingste war die Scouting- und Bushcraft-Convention geplant. Die werden wir aber so nicht umsetzen können, wie sie geplant war. Einfach von der Menge von Leuten, mit der ganzen Auflage, die es gibt. Und von daher hatten wir uns ja, habe ich schon gesagt, dass wir die abgesagt haben. Wir haben allerdings ein kleines Goodie für euch, und zwar am 14.06., das ist ein Sonntag, da machen wir die Corona Edition von der Scouting Bushcraft Convention. Da seid ihr alle herzlich eingeladen, euch einen Tag Zeit zu nehmen, einen Laptop oder ein Smartphone zu verwenden mit einer Kamera und ein Mikrofon. Das funktioniert eigentlich wunderbar. Wir werden euch dazu eine Zoom-Konferenz einladen und über den Tag verschiedene Workshops dann auch machen. Das genaue Programm sind wir noch am Ausarbeiten, aber das könnt ihr unten, da habe ich einen Link mit dem ersten Entwurf, was euch so erwartet wird. Unsere Idee ist, dass wir morgens um 9 am Sonntag schon die Konferenz öffne, sodass ihr euch alle schon einfinden könnt. Um 10 Uhr gibt es dann eine Begrüßung. Bis dahin muss dann bei euch so die Technik funktionieren. Und ja, gibt eine kleine Begrüßung. Wir werden euch vorstellen, was es der Tag über so an Workshops gibt. Wie gesagt, das werdet ihr vorher auch schon sehen. Da könnt ihr auch schon sagen, zu welchen Workshops ihr dazu wollt. Wenn es viele Workshops sind, dann werden wir die Gruppe auch aufteilen, dass jeder in seinen Workshop gehen kann, wo er dann mit einer Kleingruppe zusammen in einer Videokonferenz arbeitet. Und zur Pause werden wir immer wieder zusammenkommen, uns nochmal austauschen und wieder neu in Workshops gehen. Das werden einfache Workshops sein mit Knoten und Seiltechnik, vielleicht auch etwas aufwendigere, wie man am Lagerfeuer kocht. Da hat sich auch der Hans-Jörg zusammen mit Benny von Eventura schon bereit erklärt, da einiges dazu zu machen. Auch wir werden hier in der Jodde in der Mittagspause so ein bisschen was kochen. Und am Nachmittag geht es dann weiter mit dem Workshop-Programm, noch mit unterbrochen von der Kaffeepause. Und abends dann ein schönes, gemütliches Lagerfeuer wird damit alle zusammen, natürlich über die Videokonferenz, aber doch gemeinsam mit dem Austausch miteinander. Ihr seid herzlich eingeladen, teilzunehmen an diese Workshops, an diesem gemeinsamen Austausch. Ihr seid aber auch eingeladen, euch mit einem eigenen Workshop zu beteiligen. Wenn ihr da Idee habt, was gut über eine Konferenz letztendlich auch zu machen ist, dann sprecht das mit uns ab und wir nehmen euch gern mit ins Programm rein. Wie gesagt, wir haben so Dinge wie Knode, Seiltechnik, Messerschleife, Charclose wollen wir machen, und der Paul hat Workshops in Räuchern und Brotbierbraue-Angebote. Der Benny wird über euch quasi zu der Tentibis reinholen, dass ihr verschiedene Tentibis euch online angucken könnt, gemeinsam mit ihm zusammen da auch Fragen stellen könnt. Und eben der kleine Kochevent mit dem Hans-Jörg zusammen. Das alles vielleicht ein bisschen unterbrochen auch, sodass man während dann der Dutch Oven zu ist, zum anderen Workshop gehen kann, sich da beteiligen kann. Es soll eine sehr interaktive Geschichte werden, sprich ihr werdet nicht einfach nur einem Livestream auf Facebook oder YouTube zugucken. Wäre man wahrscheinlich auch ermöglichen, aber unser Ziel ist, dass wir einfach zusammenkommen, dass wir einfach auch im Gespräch miteinander diese Inhalte entwickeln. Also, meldet euch an für den 14.06. für die Corona-Edition der Scouting und Bushcraft Convention. Wir freuen uns, wenn ihr zahlreich dabei seid. Und wenn ihr noch weitere Ideen habt, dann bringt die ein. Das werden wir jetzt dann die nächsten Tage alles auch dann so zusammenschreiben. Und ja, wir freuen uns darauf, einfach eine kleine Ersatzversion geschaffen zu haben. Für uns wird es so aussehen, dass wir hier in der Jodde einen Punkt haben, wo unsere Workshops stattfinden.
Der Benny wird das bei sich von seinem Grundstück aus mit den Tipis machen. Und ja, andere Workshop-Referente werden sich von anderen Standorten dann dazu auch einbinden. Wir sind gespannt. Lasst uns eure Idee da, lasst uns eure Teilnahme da, das freut uns am allermeisten, das motiviert uns dann, an dem Thema auch jetzt richtig einzusteigen und Gas zu geben, dass am 14. alles steht. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Ralf von Jotterland.